Eminenz, Exzellenzen, hochwürdige Herren, ehrwürdige Schwestern, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allen Dingen aber liebe Mitarbeiter, Freunde und Förderer von Kirche in Not. Wir wissen es alle, vor genau 100 Jahren, vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917, erschien die Gottesmutter in Fatima, Portugal, den drei Hirtenkindern Lucia, Jacinta und Francisco, die beiden vom Heiligen Vater heilig gesprochen wurden. Doch ist uns auch bewusst, dass es sich dabei um den eindrucksvollsten Eingriff Gottes in die Geschichte seit der Zeit der Apostel handelt. Genau das möchte ich Ihnen heute Nachmittag demonstrieren. Nämlich einmal, weil Ort und Zeitpunkt perfekt gewählt waren und die Handschrift der göttlichen Vorsehung tragen. Genauer gesagt, es gab keinen Moment in der jüngeren Geschichte, der besser geeignet wäre für einen derartigen Eingriff als ausgerechnet das Jahr 1917. Nehmen wir die beiden Jubiläen, die damals wie heute auch begangen wurden. Das ist einmal der 400., heute der 500. Jahrestag der Reformation. Angeblich schlug Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine Ablassthesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg, ein protestantischer Mythos, wie wir heute wissen, nicht ein einziger zeitgenössischer Bericht, nicht eine einzige Aussage in der umfangreichen Selbstdarstellung des Reformators erwähnt den Thesenschlag, den Historiker heute für eine posthume Erfindung seines Biographen Melanchthon halten. Doch nicht seine Kritik, sondern Luthers neue Theologie führte zum Bruch mit der Kirche und zur Aufspaltung Europas. Eine Theologie, die den freien Willen des Menschen verneint, die behauptet, Gott handle durch ihn gut und böse. Nicht durch Werke, sondern durch Glaube und Gnade allein werde man erlöst. Nur die Schrift habe Gültigkeit, nicht die Tradition der Kirche. So wurde Millionen fortan der Zugang zur Eucharistie verwehrt, zudem die Marienverehrung bekämpft. Die Autorität der Kirche war erschüttert, obwohl ihr im Konzil von Trient die eigentliche Reformation, die Selbstreinigung und Heiligung gelang. Auch im Jahre 1917 wurde der 200. Gründungstag der ersten Großloge der Freimaurerei begangen. Am 24. Juni 1717 trafen sich in einem Pub in London die Vertreter vierer alter Freimaurerlogen zur Gründung der Vereinigten Großloge von London, der ersten Großloge der Welt. Seit dem 11. Jahrhundert waren die Bauhütten verschworene Gemeinschaften, die zum Auffangbecken oder auch der Tarnung gnostischer und manichäischer Sektierer wurden. Und kurz nach der Gründung in London wurden dann auch in Deutschland, Frankreich und Italien weitere Großlogen gegründet. Ihr dezidiert antiklerikales Programm führte zum Bann durch Papst Clemens XII. 1738, der bis heute Gültigkeit hat. Ihre Rolle bei der Verbreitung aufklärerischer Ideen und der Vorbereitung der amerikanischen und französischen Revolution ist unbestreitbar. Auch die antiklerikale italienische Nationalbewegung war masonisch geprägt, siehe Garibaldi und Cavour. Trotzdem wird der Einfluss der Freimaurer auf historische Ereignisse gerne in den Bereich der Verschwörungshypothesen verdrängt. Doch ausgerechnet im Vatikanischen Geheimarchiv, in dem ich häufig forschen darf, entdeckte ich ein Dokument, das uns aufhorchen lässt, ja geradezu alarmiert. Es handelt sich dabei um einen Brief, den Felix Kardinal von Hartmann, Erzbischof von Köln, am 8. November 1918 an den apostolischen Nunzius Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII., schickte. Er enthält nicht weniger als eine Warnung des deutschen Kaisers an die Kirche, eine Warnung vor den Plänen der Freimaurer. Kardinal von Hartmann entstand einer alten preußischen Beamtenfamilie. Der Kaiser vertraute ihm so sehr, dass er ihn sogar nach Rom schickte, um Papst Benedikt XV. Davon abzuhalten, den deutschen Einmarsch in Belgien anzuprangern. Er war die engste Vertrauensperson des Kaisers im deutschen Episkopat. Und daher ist es nicht erstaunlich, dass Wilhelm
der Zweite ihm auch diese brisante Mitteilung zukommen ließ, die Kardinal von Hartmann unverzüglich an Pacelli weiterleitete, handschriftlich, um Vertraulichkeit zu bewahren und keine weitere Zeit zu vergeuden. In diesem Brief heißt es wörtlich, Sie haben hier das Original, Seine Majestät, der Kaiser, lässt mir soeben mitteilen, dass nach ihm gestern zugegangenen Nachrichten der Groß-Orient, also die oberste Verwaltung der Freimaurer, beschlossen habe, zunächst alle Souveräne, in erster Linie ihn, den Kaiser, abzusetzen, dann die katholische Kirche zu vernichten, den Papst zu internieren und am Ende eine Weltrepublik unter Führung des amerikanischen Großkapitals aus den Trümmern der bisherigen bürgerlichen Gesellschaft aufzurichten. Die deutschen Freimaurer seien dem Kaiser treu und hätten ihn darüber informiert. Auch England wollte die bisherige bürgerliche Ordnung aufrechterhalten, Frankreich und Amerika aber stünden ganz unter der Herrschaft des Großorients. Der Bolschewismus, der Kommunismus also, solle das äußere Werkzeug sein, die gewünschten Zustände herzustellen, bei der großen Gefahr, die außer der Monarchie auch der katholischen Kirche drohe, sei es notwendig, dass der deutsche Episkopat hierüber informiert sei und auch der Papst gewarnt werde. Zitat Ende. Wie ernst und dringend die Warnung war, erkennt man daran, dass nur einen Tag später, am 9.11., Kaiser Wilhelm von Philipp Scheidemann zur Abdankung gezwungen wurde. Zwei Tage später wurde der selige Kaiser Karl von Österreich abgesetzt und am Ende vertrieben. Er starb im Exil auf Madeira. Ein Jahr vorher war schon der russische Zar Nikolaus abgesetzt worden, den die Bolschewiki am Ende ermordeten. Damit waren in der Tat, wie in dem Brief angekündigt, alle souveränen Herrscher Europas entmachtet. Für die Pläne der Freimaurer gegen die katholische Kirche gibt es einen Kronzeugen, einen der größten Heiligen des vergangenen Jahrhunderts, Maximilian Kolbe. Als dieser als junger Franziskaner 1917, eben im Jahr der Fatima-Erscheinungen in Rom, Theologie studierte, wurde er Zeuge der 200-Jahr-Feier der Freimaurer, die in einer satanistischen Prozession zum Petersplatz gipfelte. Die Logenbrüder trugen ein Banner mit der Aufschrift »Satan muss im Vatikan regieren und der Papst sein Sklave sein«, das den Erzengel Michael in den Klauen des Dämons zeigte. Und sie sangen die Satanshymne des italienischen Dichters, Freimaurers und Literaturnobelpreisträgers Carducci, in der auch der Reformator aus Wittenberg gewürdigt wurde. Zitat, wie Martin Luther seine Robe abwarf, so wirf auch du, Geist des Menschen, deine Ketten ab. Entschüttert von dem blasphemischen Spektakel beschloss Kolbe gemeinsam mit 6 Mitbrüdern gegen den Kampfbund Satans, die Freimaurerei, eine marianische Ritterschaft ins Leben zu rufen. Der Bolschewismus solle das äußere Werkzeug sein, die gewünschten Zustände herzustellen, betont Kardinal von Hartmann in seinem Brief. Das wurde nirgendwo so deutlich wie in Russland, für das 1917 zum Jahr der beiden Revolutionen wurde. Mit der Februarrevolution 1917 und der Abdankung des Zaren kam Russland zunächst unter sozialdemokratische Herrschaft. Alle Mitglieder der Regierung mit einer Ausnahme waren Freimaurer. Sie ordneten die Verhaftung von Nikolaus II. An. Im April organisierte der deutsch-russische Freimaurer Alexander Parvus die Reise des Bolschewistenführers Wladimir Iljitsch Lenin in einem verblombten Eisenbahnwaggon von Zürich nach St. Petersburg, unterstützt mit deutschem Geld. Man hoffte, damit den Kriegsgegner Russland vollständig zu destabilisieren. Lenin bereitete die gewaltsame Machtergreifung der Bolschewiki vor, die am 7.11. nach unserem Kalender am 25. Oktober, aber nach dem julianischen Kalender, darum der Begriff Oktoberrevolution, begann. Am 20. Januar 1918 erklärte der oberste Sowjet die Trennung von Staat und Kirche, die Konfiszierung der Besitztümer der Kirche und die Aufhebung ihrer Rechte. Sakralgegenstände wurden beschlagnahmt, Priester, die sich weigerten, sie herauszugeben, ermordet. Im November 1919 richtete der Moskauer Patriarch Tichon einen verzweifelten Hilferuf nach Europa. Zitat,
Bischöfe, Priester, Mönche und Nonnen wurden en masse hingerichtet unter dem vagen Vorwurf der Konterrevolution. Selbst der Empfang der letzten Sakramente wird ihnen verweigert und ihren Verwandten wird untersagt, ihnen ein christliches Begräbnis zu geben. Allein im Jahre 22 gab es 1414 blutige Zusammenstöße zwischen den Gläubigen und den roten Truppen, 28 Bischöfe und über 8100 Priester wurden ermordet. Lenin erklärte, das ist die beste Zeit, um der ganzen Brut eine Lehre zu erteilen, damit sie in den nächsten Jahren nicht einmal an Widerstand denkt. Wir müssen so viele Vertreter der reaktionären Bourgeoisie und des reaktionären Klerus wie möglich verhaften. Bis 1923 wurden über 18.000 Geistliche ermordet. Auf den Tod Lenins folgte der unaufhaltsame Aufstieg von Josef Stalin, der in 5 Jahren seine Rivalen ausspielte und 1929 vom 5. Sowjetkongress zum Alleinherrscher ernannt wurde. Tausende stalinkritischer Funktionäre fielen der großen Reinigung der Partei zum Opfer und wurden hingerichtet. 1925 wurde die Union der militanten Gottlosen gegründet, deren Aufgabe die Verbreitung des Atheismus und der Kampf gegen die Religion war. Fortan verwüstete die Union Hunderte von Kirchen, zerstörte alte Ikonen und Reliquien und machte sich mit unvorstellbarer Brutalität über den ohnehin schon reduzierten und eingeschüchterten Klerus her. Für jene, die seinen Plänen im Wege standen, ließ Stalin riesige Arbeitslager in Sibirien errichten, in denen die Verurteilten zu zigtausenden an Erfrierungen, Unterernährung oder Krankheiten starben. Am 15. Mai 1932 verabschiedete Stalin einen 5-Jahres-Plan gegen die Religion. Bis zum 1. Mai 1937 sollte die Vorstellung, dass es einen Gott gäbe, vollständig aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. Und was wir hier auf dem Bild sehen, ist die Sprengung der Kathedrale von Moskau, der Erlöserkathedrale. Dort sollte ein neuer babylonischer Turm, der Palast der Sowjets, entstehen, aber das war nicht möglich. Angeblich war der Boden zu sumpfig, dann hat man dort ein Freibad angelegt in der Baugrube und heute steht dort wieder die Erlöserkathedrale. Wir sehen sie später in einem späteren Bild in diesem Vortrag. Nun, erlauben Sie mir aber bitte auch noch einen weiteren Aspekt anzuführen, denn 1917 wurde auch ein Schlüsseljahr im Nahen Osten. Am 2. November hatte Großbritannien mit der Balfour Declaration die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina beschlossen. Am 9. Dezember fiel Jerusalem an die Briten. Damit begann die Neuordnung oder die Neuunordnung der Region, die Schaffung rivalisierender arabischer Staaten, am Ende auch der Dauerkonflikt mit Israel mit Auswirkungen bis in die Gegenwart. Und darum kann man sagen, 1917 war in mehrfacher Hinsicht das entscheidende Schlüsseljahr des vergangenen Jahrhunderts. Durch den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten am 6. April wurde der Krieg zum Ersten Weltkrieg und die Niederlage der Achsenmächte Deutschland, Österreich, Ungarn, Türkei, Bulgarien besiegelt. Damit wurden die freimaurerisch geprägten Vereinigten Staaten zur Weltmacht. Aber durch die Oktoberrevolution begann auch der Siegeszug des atheistischen Bolschewismus, der bis 1991 andauerte, und der Aufstieg der Sowjetunion zur zweiten Weltmacht. Beide Weltmächte nahmen fortan Europa in die Zange und teilten es 28 Jahre später unter sich auf. Mit der Absetzung des Zaren begann die Umwandlung Europas und der politische Siegeszug der Freimaurerei. Und mit der Befreiung Palästinas begann die Neuordnung des Nahen Ostens und das Wiedererstarken der Araber und damit der islamischen Welt. Also kein Jahr hat das darauf folgende Jahrhundert so entscheidend geprägt. Und genau wie der Erste Weltkrieg von praktisch heute allen führenden Historikern als die Urkatastrophe des vergangenen Jahrhunderts bezeichnet wird, war eben dieses Jahr 1917 das entscheidende Schlüsseljahr überhaupt, das eben das Jahrhundert prägte.
Wir haben also damit die Frage beantwortet, warum Maria ausgerechnet in diesem Jahr in Fatima erschien, aber wir haben nicht die Frage beantwortet, warum ausgerechnet in Portugal und ausgerechnet in Fatima, unabhängig davon, dass Fatima praktisch genau in der geografischen Mitte von Portugal liegt. Also das ist schon wieder symbolträchtig. Aber nehmen wir Portugal. Am 1. Februar 1908 hatten Republikaner den König und seinen Sohn und Thronfolger ermordet. Der Nachfolger wurde der 18-jährige, viel zu nachgiebige Emmanuel. In der Nacht des 3. Oktober 1910 stürmten Mitglieder der republikanisch-freimaurischen Carbonari. Die hatten die Truppen von Garibaldi, die Carbonari von Garibaldi, als Vorbild die Kaserne einer Eliteeinheit, deren gesamtes Waffenlager in ihre Hände fiel. Nach einer blutigen Nacht wurde am 5. Oktober die Republik ausgerufen. Eine provisorische Regierung, bestehend aus Freimaurern, übernahm die Macht. Die königliche Familie floh und das erste Ziel der Republikaner war die völlige Entmachtung der Kirche. Schon nach 3 Tagen setzte die Revolutionsregierung die Gesetze von Pombal, ein Markgrafen aus dem 18. Jahrhundert, auch ein Freimaurer, deren Ziel die Unterdrückung der religiösen Orden gewesen war, wieder in Kraft. Im Oktober wurde der religiöse Eid vor Gericht abgeschafft, dann der traditionelle Eid für Professoren und Studenten, der sie verpflichtete, das Dogma der unbefleckten Empfängnis zu verteidigen. Später wurden sämtliche kirchlichen Feiertage aufgehoben, zu Weihnachten die Ehe zu einem rein zivilen Vertrag erklärt, eine Woche später Religionsunterricht und das Tragen von Priesterkleidung in der Öffentlichkeit verboten. Mit dem Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat vom 20. April 1911 hatte die antiklerikale Revolution ihr Endziel erreicht. Der Kirche wurden Unsummen Geldes abgefordert, Kirchen und Klöster in Kasernen, Ställe und Regierungsgebäude umgewandelt. Die Tage des portugiesischen Katholizismus seien gezählt, frohlockte man in den Kreisen der Revolutionsregierung. In einigen wenigen Jahren, Zitat, wird es in Portugal keinen einzigen Menschen mehr geben, der den Wunsch hat, Priester zu werden, erklärte triumphierend der Großmeister der portugiesischen Freimaurer, Magalhães Lima. Und Justizminister Alfonso Costa glaubte, dass die katholische Religion innerhalb von 2 Generationen in Portugal ausgemerzt sein würde. Das kleine Land im äußersten Westen Europas war damit eine Art Versuchslabor der Logenbrüder geworden für das, was sie mit dem gesamten europäischen Kontinent planten, wenn wir dem Kardinal von Hartmann-Dokument glauben wollen. Doch sie hat bekanntlich die Rechnung ohne Maria, ohne die Gottesmutter gemacht. Warum aber Fatima? Auch das ist eine interessante Geschichte. Seit 712 war die Iberische Halbinsel von den muslimischen Mauren besetzt, die ganze Iberische Halbinsel. Nein, allmählich bildeten sich Enklaven christlicher Ritter, die Widerstand leisteten und das Land Stück für Stück zurückeroberten. Man spricht auch von der Reconquista. Am 24. Juni 1158 machte eine Gruppe von Arabern aus der Provinzhauptstadt Alcazar ein Picknick an den Ufern des Flusses Jado, als sie von einer Horde des christlichen Ritters und Widerstandskämpfers Gonçalo Hermingues überfallen wurden. Die meisten Araber wurden getötet, die Überlebenden und die Frauen dann nach Santarém gebracht, wo der erste portugiesische König Alfonso Henrique residierte. Man plante, sie als Geiseln gegen christliche Gefangene auszutauschen. Der König beglückwünschte Don Gonçalo zu der kühnen Tat und fragte ihn, welche Belohnung er wünsche. Hermingues erbat die Hand von Fatima, der schönsten der gefangen genommenen Maurinnen und der Tochter des Fürsten von Alcazar, die nach der Lieblingstochter ihres Propheten Mohammed benannt war. Sie hatte sich bereits in den mutigen Ritter verliebt und war bereit, sich taufen zu lassen und nahm den Namen Uriana dann an. Als Hochzeitsgeschenk erhielt das junge Paar ein Dorf, das Don Gonçalo in Uriana umbenannte, das heutige Urem.
Leider starb die schöne Maurentochter jung. Ihr Ehemann suchte Trost im Kloster und der Abt erlaubte ihm, seine Frau in einer kleinen Kirche beizusetzen. Fortan erhielt das Dorf, in dem die Kirche stand, die steht noch heute, natürlich in einer barocken Form dann, den Namen Fatima. Der Name Fatima verweist aber nicht nur auf die konvertierte Maurentochter, sondern klingt wie eine versteckte Botschaft, ja eine regelrechte Einladung zur Konversion an den Islam. Denn Fatima ist, wie gesagt, die Tochter von Mohammed und seiner ersten Frau Khadija. Sie wird von den Muslimen höher verehrt als jede andere Frau. Sie gilt als beste aller Frauen, gar als Mutter aller Frauen der Welten. Im Koran ist ihr die Sure 108, die Überfülle des Guten, gewidmet. Schon von ihrer Geburt wird Wunderbares berichtet. 40 Tage lang habe sich Mohammed durch Fasten auf ihre Zeugung vorbereitet. Weil ihre Mutter Khadija bereits 48 Jahre alt war, war die Geburt nicht unproblematisch und wurde als Wunder betrachtet. Ihre Freundinnen und Stammesgenossinnen hätten sich geweigert, ihr beizustehen, und so wären, Zitat, Engel und Frauen aus paradiesischen Sphären hinabgekommen und hätten ihr bei der Geburt geholfen, darunter auch Maria, die Mutter Jesu, die im Islam, der ja Jesus als Propheten verehrt oder zum Propheten degradiert, muss man sagen, als eine der vier heiligsten Frauen der Geschichte betrachtet wird. Allah selbst habe ihren Namen bestimmt und Mohammed erklärt, dass dieser Name bedeute, sie und ihre Anhänger seien vom Bösen und von der Hölle ferngehalten. Zudem gilt Fatima als die erste Frau, die ins Paradies kommt. Auf Fatima kann sich also auch der gläubige Moslem verlassen, fast schon wie wir Christen Maria als Fürsprecherin anrufen. Sie weist den Weg in den Himmel. Doch selbst die Cova da Iria, die Mulde der heiligen Irene, jenes natürliche Amphitheater, in dem die Gottesmutter den Seherkindern von Fatima erschien, war nicht zufällig gewählt. Hier hatten sich ausgerechnet am 13. August, also an einem Fatima-Tag im Jahre 1385, die Truppen des Ritters und Mystikers Dom Nuno Álvares Pereira versammelt, der als Portugals Jeanne d'Arc gilt. Er glaubte fest daran, in göttlichem Auftrag zu handeln und war ein glühender Verehrer der Gottesmutter, die schon 1142 zur Beschützerin und Mutter aller Portugiesen erklärt worden war. Verzweifelt hat er an König Dom João appelliert, mit ihm gemeinsam gegen die anrückenden Truppen Kastiliens zu ziehen, das Portugals Unabhängigkeit bedrohte. Der König zögerte im Angesicht der gewaltigen kastilischen Übermacht. Erst in letzter Minute, eben an jenem 13. August, als Dom Nunos Truppe sich bereits mit dem Bild der Gottesmutter auf ihrer Standarte in der Cova da Iria versammelt hatte, kam er hinzu. Gemeinsam riefen die vereinten portugiesischen Truppen die heilige Jungfrau um Schutz und Segen an. Der König gelobte, ein Kloster zu ihren Ehren zu bauen, sollte sie ihm den Sieg gewähren. In den frühen Morgenstunden des folgenden Tages, des 14. August, führten König João und Dom Nuno ihr Heer von Fatima aus in die Schlacht von Aljubarrota und errangen einen der glorreichsten Siege der portugiesischen Geschichte, einen Sieg, der für die kommenden beiden Jahrhunderte die Unabhängigkeit des Landes garantierte und den Papst Boniface IX. Aufgrund der gewaltigen Übermacht der Spanier in seiner Bulle im Februar 1391 als ein Wunder bezeichnete. Wir haben also festgestellt, dass weder Kairos noch Topos, weder Zeitpunkt noch Ort der Erscheinungen von Fatima zufällig war. Hinter all dem steckt ein intelligentes Design, sprich die göttliche Vorsehung in deutlicher Sprache zu uns. Diese höhere Planung mit deutlicher Symbolkraft ging weit über die schiere Vorstellungskraft der drei Seherkinder, Lucia, Jacinta und Francisco hinaus, die gerade 7, 8 und 10 Jahre alt weder lesen noch schreiben konnten und die so ungebildet waren, dass sie, als die Gottesmutter von Rossia, das seine Irrtümer verbreitet, sprach, an eine sündige Frau dachten, die bekehrt werden müsse.
Die Tatsache allein, dass Maria ihnen in groben Zügen die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts in ihrem geopolitischen Kontext offenbarte, die doch weit über ihre Vorstellungskraft hinausging, beweist, dass die Botschaft von Fatima in der Tat vom Himmel stammt und nicht etwa ihrer Fantasie entsprang. Doch gerade das machte diese Armen im Geiste zu den perfekten, reinen Instrumenten, denen die Gottesmutter nicht weniger anvertraute als den Schlüssel, um die Geschichte der Menschheit zu verändern. Dieser Schlüssel aber besteht aus drei Elementen: Gebet, Sühne, Weihe. In ihrer Botschaft vom 13. Juli 1917 machte die Gottesmutter von Fatima sehr deutlich, dass alle Kriege und Katastrophen die Folgen unserer Sünden sind. Zitat: Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, würde ein neuer Krieg ausbrechen und Verfolgung an der Kirche und des Heiligen Vaters mit sich bringen. Zitat: Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Das aber, meine Damen und Herren, bedeutet, dass Gott in seiner Barmherzigkeit das Schicksal der Welt in unsere Hände gelegt hat. Wir haben es in der Hand, wir haben den freien Willen. Und in der Tat kam es, wie es vorausgesagt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg lebte die Menschheit weiter, als ob Gott nicht existieren würde. Man denke an die Dekadenz in der Weimarer Republik, die sprichwörtlich war, und hörte nicht auf, ihn zu beleidigen. In Russland, Spanien und Mexiko verursachte der Bolschewismus schwerste Verfolgungen der Kirche. Und dann brach der Zweite Weltkrieg aus, wie von der Gottesmutter in Fatima vorhergesagt, wenn eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt wird, nämlich einer Aurora Borealis von historischen Ausmaßen, die bis in den Mittelmeerraum sichtbar wurde am 25. Januar 1938.